Hallo, ich komme gerade von meinem Brudi und gehe zu meinem Freund. Es ist kacke viel passiert. Ich fühle mich nicht mehr psychisch krank. Es schwankt noch so ein bisschen, auf welcher Ebene ich bin. Auf jeden Fall war es so, dass ich von Freitag auf Samstagnacht voll das krasse Erlebnis hatte. Dazu werde ich auch noch ein weiteres Video machen. Ich werde es hier nur so ein bisschen kurz fassen, weil ich habe das Ganze auch wieder so ein bisschen festgehalten schriftlich und das werde ich dann noch in einem anderen Video vorlesen. Ich meine, der Text ist ja ziemlich so verkorkst, aber auf eine lustige Art und Weise würde ich sagen. Aber ich denke, hier auf dem Kanal sind auch ein paar Leute, die können auch mit sowas was anfangen. Ja, ich fühle mich, weiß nicht, ich fühle mich ziemlich glücklich. Und ich fühle ziemlich viel Liebe und das ist, ich würde sagen, das ist jetzt echt das Resultat von dieser ganzen Traumaverarbeitung. Also, ja, ich habe in dieser einen Nacht zugelassen, nicht nur quasi von innen heraus zu sterben, also heißt, dass mich irgendwie der Schmerz so arg überwältigen könnte, dass er mich umbringt, sondern ich habe auch irgendwie zugelassen, dass mich irgendwas von außen irgendwie töten oder quälen könnte, dass es dennoch egal wäre. Also, dass ich wirklich, ich hatte vor gar nichts mehr Angst. Und dann bin ich in den Zustand gekommen, dass ich alles gleich sehr geliebt habe. Da bin ich nicht die ganze Zeit drin, da komme ich nur beim Meditieren rein. Weil eigentlich bei der Erleuchtung ist es so, ich fühle da zwar zu allem dann eine gewisse Liebe und Güte, aber ich ziehe noch gewisse Sachen anderen vor. Zum Beispiel meinem Freund ziehe ich ein Blatt von einem Baum vor oder so. Und ich habe jetzt eben geübt, alles gleich sehr zu lieben, weil ich hatte ja im Sommer mal diesen Trip, wo ich das kurz hatte, als ich das Gefühl hatte, Buddha an mir zu spüren. Und ja, jetzt bin ich da tatsächlich so hingekommen. Und das ist unglaublich. Also ich kann da nicht die ganze Zeit drin sein. Ich kann da nur immer wieder so beim Meditieren rein. Aber ich finde, es ist so befreiend. Und wow, keine Ahnung. Und mein Verstand war dann im Prinzip wie so eine Knetmasse. Ich konnte mit dem machen, was ich will. Und ja, es war wie, als wäre ich ins Weltall geflogen. Und ich war zum Beispiel auch kurz im Körper von einem Schmetterling. Und was ist sonst noch so passiert? Genau, dann war ich zu Hause am Wochenende. Ich bin gerade auch dabei, mir das Rauchen abzugewöhnen. Da kommt ein Radfahrer. Und er fährt weit auf, das heißt, der ist relativ langsam und hört, was ich hier so platt war. Ich bin leider noch nicht so weit realisiert, dass mir das egal ist, weil mir schwankt das noch. Und meistens bin ich gerade auf dieser Ebene von der Freude und der Liebe. Aber ja. Wieder sind halt noch so leichte Komplexe da, dass es mir noch nicht komplett egal ist, was andere denken. Aber es ist nicht mehr in dem Umfang, dass es halt irgendwie eine Krankheit bildet mit sozialen Ängsten und so. Also einfach so Komplexe, die auch Otto Normalo hat.
genau, mit Rauchen aufhören. Also ich habe jeden Tag immer weniger geraucht dann. Also am Freitag 3 Zigaretten, am Samstag 2, gestern 1 und heute bisher gar keine. Und ich habe angefangen, stattdessen mir dann Räucherstäbchen anzuzünden und das dann irgendwie auch so ein bisschen zu inhalieren. Weil ich habe festgestellt, ein Räucherstäbchen kostet weniger als eine Zigarette. Plus, es macht mich genauso ruhig, ich bin aber nicht danach so müde. Und ich kann dieses kleine Ritualchen beibehalten vom Rauchen. Also heißt, dass man da mit irgendwelchen Leuten zum Beispiel auch rumpflaumt. Wenn die einen rauchen, also dass ich da zum Beispiel dann trotzdem mit dabei sein kann. Und dieses kurz rausgehen tut einem, glaube ich, auch gut, dieses Päuschen machen. Und ja, vielleicht auch dieses Entspannen nach dem Essen kurz und so. Und dann kann ich das dadurch einfach immer noch beibehalten, dieses Ritualchen, aber halt ohne zu rauchen. Hab da irgendwie so einen Ersatz. Und dadurch, dass ich da halt immer noch was anzünde und das was räuchert, ist es halt, weiß nicht, ich trick's damit so ein bisschen mein Gehirn, glaube ich, auch aus. Beinahe hätte ich mir schon zweimal das Räucherstäbchen in den Mund gesteckt. Aus lauter Gewohnheit. Das war ein bisschen fail. Ja. Genau. Also es ist... Ich merke, ich bin auf einem guten Weg. Also es schwankt zwar noch so ein bisschen, aber... Ja. Und am 15. Januar werde ich dann entlassen. Und ich schaue, dass ich bis dahin auch noch das anschaue, wodurch es momentan noch schwankt. Was da genau dahinter steckt. Also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall noch so diese Komponente, was andere von mir denken. Das ist noch so minimal da. Ich muss noch schauen, wie ich das regel. Ich weiß es noch nicht genau. Und was mache ich sonst noch so? Ah ja, in der Wohnung war es voll oft so, dass ich mich in letzter Zeit, also vor dem Klinikaufenthalt besonders und so, dass die mir zu klein war, weil das ist halt nur eine Einzimmerwohnung und so. Mit meinem Freund und mir ist das schon eng. Und seit es mir aber so gut geht, ist mir das relativ wurscht und ich fühle mich einfach wohl. Ah ja, und noch eine coole Sache. Ich übe gerade quasi so das mit den Tieren flüstern. Und zwar, indem ich mich mit den Tieren dann verbinde. Und das ist voll schön. Ich habe das mit meiner Maus am Wochenende zum Beispiel gemacht und ich habe beinahe angefangen zu weinen vor Freude. Ja, und ich übe das gerade auch bei anderen Tieren, so die ich immer wieder sehe. Zum Beispiel gerade eben waren da so Ziegen. Und bevor ich im Wald hier entlang bin oder mit Enten habe ich schon gemacht. Aber ich finde, je mehr ich auch so eine persönliche Bindung zu dem Tier habe, umso einfacher geht's. Mich mit dem zu verbinden und mich mit dem eins zu fühlen und so weiter. Und irgendwie da auch so Liebe auszustrahlen und sowas. Aber ja. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, wir sehen uns.